Servus Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Boxertoilette ins Auto eingebaut habe. Samt Entlüftung, damit die Gerüche nach draußen kommen. Und die Entlüftung keine 120 Euro kostet. Guckt euch das Video an. Viel Vergnügen damit. Hallo Leute, so wie ihr seht, ist jetzt die Box hier gekommen. Und um die Box hier wirklich passend in meine Kiste reinzubekommen, habe ich in erster Linie schon mal anfangen müssen vom Deckel. Hier war so eine überstehende Wulst, die habe ich abgeschliffen. Das wird noch ein bisschen schöner gemacht hier. Das war jetzt erstmal nur schnell auf die Schnelle. Damit die Kiste nachher richtig schön feste in der Kiste drinnen sitzt. Dann kann nichts verrutschen, verwackeln oder sonst was. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie ich das Ding hier auspacke und zusammenbaue. Als nächstes habe ich dann noch das Problem Lüftung, Belüftung von der Kiste. Dass ich da auch mal sehr schnell Gerüche ansammle. Jetzt habe ich im Internet mal geschaut wegen Entlüftungssysteme. Ja, das geht dann von 80 Euro aufwärts und ich sehe es irgendwie nicht ein für einen kleinen 12 Volt Lüfter, ne? Also 45er Lüfter und ein Stück Rohr, 120 Euro zu Bleche. Ich habe mir jetzt hier ein paar Einzelteile besorgt, mit denen ich hoffe, dass ich es kostengünstig und genauso gut hinbekomme. Wie ich das mache, seht ihr gleich. Aber jetzt dem erstmal das Ding hier unboxen. Also wie gesagt, wir haben hier den Deckel. Was ich frech finde, ist, dass man diesen Plug für die wie nennen wir das jetzt? Pipi-Tank, keine Ahnung, extra abstellen muss. 20 Euro. Das könnte man auch nicht preis mit Nein machen. Der ist der erste Tranneinsatz. Montageanleitung. Feststoffbehälter. Und die Pipi-Tank. So. Dann würde ich mal sagen, bauen wir den Spaß mal zusammen. Beziehungsweise schaue erstmal in der Anleitung, wie man das zusammenbaut. Ne? Was haben wir denn da alles? Also, hier kommt die Anleitung. Okay. Also der Toilette-Trenneinsatz wird einfach, ja, sieht man zwar nicht auch noch schlecht, über eine Schraube mit einer Nut festgehalten. Was? Also diese große Unterlagscheibe, wo dabei steht, dient dazu, um die Schraube und die um diese Kontermutter zu kontern. Nice. Finde ich lustig. Ja, dann kommt das erstmal so rein. Dann hat man kleine Imbus mitgeliefert. Unterlagscheibe, also wie gesagt, die Konter, das ist ja keine Unterlegscheibe in dem Fall, sondern eine Konterscheibe. Also machen wir jetzt so fest, nach Fisch kommt ab. Das machen wir jetzt viermal. Also. Wenn man es schon von Hand macht, dann könnte man es übrigens noch in gerade. So, die Einsätze sind drin. Und jetzt muss ich hier. Von dem Ding hier muss ich diesen Anspritzkreis hier, da ist angespritzt worden, nennt man auch Anguss, entfernen.
Dichtung rein und dann kommt es hier drauf. Und dann müsste das so gut tippitoppi sein. Schluck. Pipi-Tank. Dann hier der Einsatz. Und dann nehmen wir den Deckel. Warum das drin machen? Ja, jetzt hat es Spaß, den Scheiß durchzufrieden. Das ist ja schon nett, wenn sie sowas machen, aber das sollte sich ja mal irgendwie Gedanken machen, wenn man das da durchkriegt. Aber weiß ich jetzt helfen. So. Passt. So, jetzt kommt noch dieser Pipi-Klug rein. So, jetzt sieht dieser ganze Spaß jetzt aus. Hier ist der Klug drin. Deckel kann man zumachen. Deckel ist soweit drauf, zusammengebaut ist er. Und jetzt überlege ich mir mal, wie ich das mit meiner Lüftung mache. Und zwar habe ich mir folgendes überlegt. Ich habe mir hier einen kleinen Lüfter besorgt, den habe ich auch rund gemacht, den habe ich in der Ecke gefunden. Ich habe ihn jetzt rund angeschliffen. Ist einfach ein 12 Volt Lüfter. Und dann habe ich hier solche HT-Rohre, Adapterstücke. Meine Idee ist jetzt einfach, den hier drinnen irgendwie anzuheften. Hier kommt dann das hier als Adapterschlauch drauf. Geht dann quasi aus dem Auto raus, da hat noch eine Öffnung. Und gesteuert wird das Ganze über einen normalen Druckknopf. So ist meine Idee. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich das Ding reinbringen könnte. In die Box, wo ich Platz habe, und es weg ist. So, das Ding steht nachher so im Auto. So steht es quasi in meiner Kiste drin. Gucken wir mal, wo wir das reinmachen können. Also ich habe hier eine ideale Stelle gefunden. Passt. Jetzt brauche ich meinen Arsch. So. Dann bohren wir erstmal in meine neue Trenntoilette ein Loch rein. Und jetzt sehe ich mal da rein. Natürlich nicht. Erstmal müssen wir das innerlegen, bei Busroller. Ich werde mich jetzt alles zersägt. Und jetzt kommt diese Dichtung hier rein. Das ist schön gelegt. So, sehen wir? Ja, Licht? Ja, genau. Ich bin jetzt hingegangen, habe die Dichtung gerade mit 2-3 Kleckse Sekundenkleber angeklebt, damit es einfach ein bisschen besser drin hebt. Und in dieses Loch, also so ist noch die Idee, kann man den hier einführen. Platztechnisch und schaubar, alles passt. Das hier rein. Das hier rein. So, ich habe das jetzt eingekürzt. Und jetzt muss ich schauen, wie weit ich das hier hin einkürzen muss, damit der Schlauch drauf passt. Ich habe den super tollen Schlauch. Ah, okay, gut.
Also, bis zu dem Nippel hier. Jetzt mal das abkürzt. Und dann kommt hier der Nippel drauf. Dann wird das tippitoppi Hefe. So, und darin kommt dann der Lüfter. Und da müssen wir aber noch ein kleines Loch reinmachen, wo wir das Kabel durchwedeln können. Dann würde ich sagen, das Loch machen wir mal intelligenterweise hier rein, weil hier sitzt die Dichtung. So. Bohren wir da ein Loch rein. Haben wir jetzt hier ein Loch reingebohrt. Hier. Und durch dieses Loch können wir jetzt quasi unsere Kabel durchfädeln. Das ist jetzt ein bisschen eine fummelige Arbeit, sage ich offen ehrlich. So ungefähr. Jetzt kam auch von hinten. Jetzt. Ja. Das Gegen drücke, damit man es gerade hinbekommt. Passt, dass der Rotor sich noch frei drehen kann. Das ist schon das Wichtigste in der ganzen Chose. Wie ihr seht, ich nutze jetzt gerade diesen Anreißer. Das geht eigentlich ganz geil so. Da kann man schön das holen, was man braucht. Und schön gleichmäßig verteilen. Ich glaube, wenn das raushärtet. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass sich die Rotoren frei bewegen können. Und jetzt müssen wir das einfach mal ein, zwei Stunden aushärten lassen. Und dann gucken wir uns nochmal das Ergebnis an. So Leute, jetzt ist soweit alles fertig. Ich habe den Abluftschlauch fertig. Ich habe meinen kleinen Schalter hier fertig verlötet. Und jetzt geht es ans Einbauen. Ich habe jetzt alles mal einen Tag lang durchhärten lassen. Und bin sehr zufrieden damit. Also ich habe es nochmal an der 12-Volt-Batterie getestet. Dreht sich ein und frei. Sieht das für ganze Spaß. So. Und auch das Kopple, wie ich noch vorgestellt habe, hier mit dem Behälter. Funktioniert wunderbar. Also, ich will das Ding ja innen mit draußen benutzen. Und wenn ich es im Auto benutze, stöpsel ich einfach den hier an und sämtliche Gerüche werden rausbefördert. Ohne großen Schnickschnack. Und wenn ich es draußen benutzen will, ziehe ich den Stöpsel einfach wieder raus, nehme die Box mit raus und kann draußen mein Geschäft machen. Geile Sache. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt müssen wir noch ein paar kleine Arbeiten am Auto machen. Thank you.
von meinem Sicherungskasten hier. Ein Pluskabel. Ach, der Hinterzieher. Tolle Sicherung. Jetzt setzen wir hier die Bohrung für den Schalter. Und hier irgendwo machen wir den Durchgang für das Käbel. Dann kann man sein Geschäft verrichten und über den Knopf hier springt der Lüfter an. Richtig geil, richtig geil geworden. Und ob der Lüfter auch alles abzieht, testen wir jetzt gleich mal. So, man sieht es, die Mückenspirale brennt. Das ist jetzt mein Versuchsaufbau. Jetzt machen wir den Box hier drauf. Der Rauch kommt immer noch raus. So, Absaugung läuft. Normalerweise. Natürlich kommt jetzt Wind. Sollte man jetzt das sehen, dass der Rauch rauskommt, leicht. Funktioniert, man sieht es nicht, aber man riecht es. Ja, definitiv. Ja, doch, gegen das Licht sieht man es auch ein bisschen. Ja, funktioniert. Man sieht es vielleicht noch. Doch, der ganze Rauch wird rausgesogen. Also das Ding macht einwandfrei das, was es machen soll. Ja, jetzt sieht man es deutlich hier. Also funktioniert der Lüfter einwandfrei. So, kurzes Fazit. Das ist jetzt ein paar Tage ins Land gegangen. Ich hatte ein paar Mal die Box testen können und es funktioniert einwandfrei, so wie ich es eingebaut habe. Also es stinkt nichts im Auto, man hat keinerlei Geruchsentwicklung. Tipptopp. Der Härtetest kommt jetzt dann. Übernächste Woche fahren wir 2 Wochen nach Schwede, ich und Greta. Und da wird man das Ding dann wahrscheinlich öfters mal in Benutzung haben. Ich werde wahrscheinlich dann das Teil mal jetzt wirklich so ein halbes Jahr bis Jahr mal in Benutzung war, dann auch mal ein Feedback dazu geben und ein kleines Abschlussvideo dazu machen. Aber so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden damit. Und das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut.